Heio, heio. Kann ich überlegen. Würde ich mit meinem krassen Shit in die Hölle? Eigentlich nicht. Da reicht auch weniger krasser Shit. Ab in die Hölle. Ja. Ich hab Durst. Ich hab Durst, Terminus. Das ist Was gut. soll das? Weiß ich nicht. Ich hab Durst und nichts drin. Ah, Scheiße. Mach mich traurig. Und etwas dehydriert. Oh. Bist du trauhydriert, der Metril Trippelin? Ja. Bin ich. Wie? Nein! Nicht schießen! Ja, das tut doch weh. Da. Das Vieh sieht mich. Und ich hab's noch nicht mal geladen. Okay. Ho! Ui. Das hat mir 4 XP gegeben und krassen Sound. What the fuck? Weißt du, so ein Dingelingling? Das war ein krasser. Das war krasser als sonst. Das ist immer, wenn du eine 5er Stufe erreichst, also 15, 15, 20, dann macht's dring, dring, dring. Was? Es gibt Stufen? Erfahrung halt. Nein. Ich habe für das Achievement einen ganz komischen Sound bekommen. Und ach so. Noch so ein. Yeah, du hast es geschafft, Age of Empires. Nächste Stufe. Hab ich nie gespielt. Dann halt Siedler. Hab ich nie gespielt. Dann halt Dietler. Dietler. Ah! Also. Verstehe ich alles nicht. Ja. Denke ich mir. Du denkst? Ja. Ganz allein? Ja, habe ich mir beigebracht. In der großen weiten Welt hinein? Nein. Über Stock und über Stein muss man hin und wieder schreien. Ich weiß, dass ich bin gut im Schreien. Nein, über Stock und über Stein muss man hin und wieder speien. Ah, weil man gerne reiern muss. Was ist das schon wieder für eine Scheiße? Weil man gerne reiern muss. Ja. Mus. Ich hab das gern, wenn ich Mus reier. Verständlich. Oh, wo ist denn die? Gib mir her, ich will mehr. Gib mir Kleiner XP. Glatte nie. Ich will mehr XP. Das kenne ich, das Gefühl. Wir brauchen einfach krasse Farm, aber eine richtige Monster Farm zu machen ist viel Arbeit. Und die Und? Geht besser, wenn man nach dem Drachen ist. Richtig. Es gibt einfach die Enderman Farm, das ist halt so viel tausendmal besser. Vor allem, wenn wir so viele sind, dann können wir den Enderman wahrscheinlich auch mit nicht ganz so krassem Equipment easy peasy machen, weil wir alle mit dem Bogen draufhauen und 2 von uns wenigstens treffen. Richtig. Ich hoffe, wenn wir beim End rauskommen, sind wir nicht auf so einer Insel, der Drache kommt und schwuppt uns einer runter, weißt du? Auf so einer Babyinsel. Es ist möglich. Ja, und ziemlich unten. Deshalb schicken wir halt einen von den anderen vor mit dem Vorwand. Ja, ihr habt es noch nie gesehen, wir lassen euch mal vor. Voll smart. Ja. Schon wäre manchmal, glaube ich, du bist gar nicht so dumm. Dann verliert Tupp die Eis in Equipment und hat keinen Bock mehr auf das Spiel. Ja, ich meine, in die Sachen geht man da sowieso nicht rein, weil der killt dich nicht mit Stärke, der killt dich mit Runterschmeißen. Was? Der Enderdrache ist nicht so stark. Die Insta ist... Ich glaube, du hast noch nie den neuen Enderdrachen besiegt, der spuckt jetzt so komische Dinge. Und dann ja, die Kotze kenne ich schon. Aber trotzdem ist da unverzaubertes Eisen absolut möglich. Aber du, allgemein ist er nicht so schwer, aber runter zu fliegen, ich weiß nicht, ob das so... Ja, wenn man Pech hat und halt so spawnt, dann ist es doof. Ich würde da nicht mit guter Ausrüstung reingehen, also mit der Top-Geilheitsrüstung. Deshalb schicken wir ja zuerst Hopti vor und dann können wir mit unserer Top-Geilheitsrüstung rein. Ja, aber der ist halt echt dumm. Wenn er sagt, er spawnt da, dann sagt er irgendwas Dummes, lügt... Und nicht mal absichtlich aus Hass, sondern einfach weil er doof ist, weißt du?
So wie, wo ich ihm gesagt habe, hey, ich rette dich, sag mir deine Koordinaten. Ja, okay. Und dann hat er mir die X-Koordinate gesagt und die Y. Aber die Z, nö. Dann findet er mich, ja. Ja gut, hier, wenn er das erste Mal Minecraft spielt und noch nie überhaupt was gedingst hat. Ja, aber selbst dann würde man noch alle, wenn ich sage, die drei sind da, dann sagst du nicht nur zwei. Weiß er nicht, was er gesehen hat. Das sind viele Zahlen. Er hat mir zwei richtige gegeben, er hat mir nur die dritte nicht gesagt, weil... Ich glaube, er wollte mich töten. Zwei richtigen gegeben. Er hat mir zwei Koordinaten gegeben, also er hat das Richtige gelesen. Warte. Ja, ich bin noch nicht so ganz sicher, weil du sagst gerade, dass Hupti was gelesen hat. Ja, das hat mich auch gewundert, aber ich habe ja zwei Koordinaten gekriegt. Ich hoffe, der hört gerade zu. Ja, ja, hallo, Hupti! Du Spacko. Hallo, Chidi bei Hupti ist in den Winterferien 2038. Hallo, G. Das sind sehr aktuelle Folgen, die wir gerade aufnehmen. Ja, wie immer. Ich glaube, die aktuellste Folge war die erste, komischerweise. Weißt du, wie viele Folgen sind denn bereits oben? Ja. Ach so. Schon, ich habe keine Ahnung. Bettchen? Oder wo ich bin in der Hölle. Ach so, ja, dann kann ich sowieso. Ich gehe schon wieder so weit rein in die Hölle, in der Hoffnung, dass ich aus Glück zurückfinde. Klappt immer. Ja. Wie ist jetzt eigentlich nächste Woche? Wann wollt ihr spielen? Weil ich würde Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag streamen ab 16 Uhr. Außer eben an dem Tag, in dem wir Minecraft streamen. Da ist mir egal wann. Aber würde ich halt gerne wissen, weil ich heute Abend den Plan machen will. Ja. Das könnten wir dann ausmachen, sobald die Dings vorbei ist. Nice. Also gar nicht. Weil wird niemals vorbei. Wir werden jetzt ewig spielen. Richtig. Ich muss. Wenn wir jetzt Pipi. Tatsächlich als Gesprächsthema die Planung von einem Stream, wo. Hast du schon mal Grund-Let's Plays gesehen, Minecraft, Alter? Wenn das hier hochgeladen wird, ja, ist das Stream seit 100 Millionen Jahren vorbei. Hast du schon mal Congress Base gesehen, wo über irgendwas. Da hat er noch nicht über solche Dinge geredet. Ja, ist doch egal, aber über irgendwas. Und ich denke, das ist ein großer Vorteil von Wutzilutz, ROB und Hundi, die nichts sagen, wenn wir einfach irgendwas sagen. Verstehst du? Weil von Hunti kam irgendwann auch nur noch: Chee, ich will jetzt irgendwas machen, was dir auf den Sack geht, was du gerade nicht brauchst. Weil Chee hat tatsächlich noch hin und her geredet, weil sie sich ganz komisch fand. Weil die einzige ist, die eigentlich nicht solche Videos auf Dauerschleife macht. Gut, Hunti macht auch nicht. Dauerschleife wäre da wahrscheinlich das falsche Wort. Ja, aber die ist sozial etwas weniger verkrüppelt als der Rest, glaube ich. Ja. Wobei bei Sim bin ich mir nicht sicher, ob er sozial verkrüppelt ist. Der kann halt einfach nicht reden, der Junge. Und warum sollte es dann weniger sozial verkrüppelt sein? Naja, es gibt auch Krüppel, die nicht sozial verkrüppelt sind. Sicher? Ja. Die gehen dann in den Fight Club, in den Krüppel Fight Club. Oh. Verstehe. Ja gut. Aber. Da lernen sie Kung Fu, ja. Das ist so eine Affensportart. Darum heißt es Kung Fu. Ich meine, es ist ganz gut, dass wir so viele sind, was ich aber nicht verstehe. Wenn wir alle im gleichen Raum sind, hört man gar nichts mehr. Aber es spricht doch keiner. Mit keinem, also die wenigsten. Ja, du und ich halt. Lutz auch? Ja, aber auch hin und wieder nur so. Wenn wir irgendwas labern, dann nicht. Also das ist immer Minecraft gebunden. Da muss was ins Spiel passieren, dass er redet. Schwarzfeier, hallo Lutz. Glaubst du, der schaut es an? Wenn nicht, fick dich, Lutz. Nee, ich glaube nicht. Lutz enttäuscht mich immer wieder. Das stimmt. Mann, ich bin so nah an einem Level ab. Wo ist? Das bin ich mir gar nicht mehr sicher. Wie war das in dem Wald? Muss ich
ich da auch mal als Apo? Oh. Oh. Wir haben nicht mal allzu viel Zeit. Wir sollen auch bald Sender machen, bevor wir noch mittendrin im Spielen rausgehauen werden. Er hat gesagt, bis 9 Uhr. Schon wieder, das sind noch mehr als 3 Stunden. Ich habe 19 Uhr verstanden. Gut. Ich bin mir nicht sicher, ob, ja, ob du recht hast oder nicht. Weil 19 hört sich schon okay an. Ja. Mhm. Ja gut, machen wir noch ein bisschen. Ich leuchte hier gerade aus, weil ich hier später Bäume setze. Ich habe vorher so einen hübschen Wald zu machen. Und dann kann man da durchlaufen. Irgendwann müssen wir unsere Tierfarm vielleicht entweder hübscher machen oder woanders. Ich denke, da mache ich so einen kleinen Stall hin und dann sieht das aus, als will man da vorbeilaufen. Oh. Und dann haben wir hier so einen Weg bei meinem, bei meiner Pferderanch ist das ja eigentlich dann. Mhm. Wo jetzt die Pferde weggenommen wurden. Zur Kathedrale hinten. Hat sich sechs, ja. Wo man nicht durchs Dorf muss, weil irgendwie bin ich kein Freund mehr von Villages. Jetzt, wo Villages böse sein können. Ja, nur wenn man doof ist. Ja, aber da die Viecher immer da sind und wir die gerne töten, weil es blöde Arschkriecher sind. Mhm. Weißt du, da kann das schon mal passieren. Und du hast ja nicht immer Milch dabei. Weil ist ja auch doof. Aber wäre schon sexy, oder? Ja, eigentlich so ein Gläschen Milch ist immer gut, ne? Ja, keine Ahnung. Ich mag Villages immer noch, einfach nur weil da so viel Loot ist, aber dann danach, ja gut. Ja, aber drin leben ist halt jetzt nicht mehr Knorke. Ja. So, dale. Ach, ich hacke einfach die Bäume da nieder und mach den ganzen Wald künstlich. So, schauen wir mal. Efficiency 3. Ja, ich brauch Level 14, dann kann ich Efficiency 4 auf meiner Spitzhacke haben, ja geil. Auf meiner Spitzlacke. Auf meiner Spitzlacke. Boah, Level 20 ist halt echt fies. Ich dachte, jetzt habe ich alles, weißt du, jetzt kann ich Schärfe 5 machen. Ich brauche nochmal 20 Level. Aber jetzt war jetzt sehr frech. Schärfe 5 ist aber auch ganz schön gerade. Das stimmt. Es war mal, soweit ich weiß, krasser. Ich glaube, der Multiplier, den er da in Stärke bekommen hat, war höher. Aber ist halt immer noch. Ein bisschen stärker als normales ihr Schwert. Ein bisschen. Eines bisschen. Darauf freue ich mich. Oh, ich brauche so viel fucking krassen Shit hier. EXP. Ja, Shit. Das ist ein bisschen crazy. Swayzy. Ich mehr Barre. Ich werde bekloppt. Bekloppt. Den Pilz darf ich nicht abbauen. Hier kommt der Killer raus. Schau mal, ob der Dude bisher weniger behindert. Nein, du bist immer noch behindert. Wie ist das eigentlich so? Ich verstehe das nicht. So, sein Bett wird jetzt anders hingestellt. Verpiss dich. So. Das ist dein Bett. Cool, oder? Schau mal, ich habe ja auch noch einen Lektern. Was? Hä? Das ist so ein Buchding. Handel. Ach so, ja, ja. Da hing. Glaubst du, der mag Äpfel? So hart aufs Maul, dass er dir was Gutes anbietet, bestimmt. Hier ein Apfel für dich. Das weg. Wobei, wenn sie sich ja Äpfel abkaufen, das wäre blöd, weil das nichts ist, was du lukrativ anpflanzen kannst. Ja, ich habe 36 Äpfel. Also doch, wir können das easy peasy machen, weil Bone Meal easy. Ja schon, aber bei jedem Baum kommt nicht unbedingt ein Apfel raus. Wobei bei jedem Zuckerrohr Zuckerrohr rauskommt, verstehst du? Ja, aber so verdammt schnell, wie wir die Bäume hin tun können und wieder abpflanzen. Ja, aber das ist. Ich meine, natürlich gibt's bessere, aber ich fände das jetzt nicht so schlimm. Obwohl, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, schon einfach Papier. Zuckerrohr, Papier ist egal. Und Kohle ist das nächste geilste, soweit ich weiß. Sonst würde mir nichts einfallen. Klar, Weizen und sowas. Aber Zuckerrohr ist geiler, weil du das nicht nachpflanzt. Ja. Zuckerrohr ist schon nice. Ich meine, der Typ da, der will ja Bücher haben, was auch okay ist. Wenn wir das mal ein bisschen größer gemacht haben, dass wir mehr davon bekommen. Ich glaube, die beiden müssen noch sterben. Hier ist eigentlich voll hübsch. Ich überlege.
Was könnte ich. Gibt's noch irgendwo? Wo gibt's noch Villager? Vielleicht reise ich jetzt kurz mal in eine Richtung aus. Ich weiß, dass wir noch Villager im Dorf haben. Da sind zwei eingesperrt im Haus, wo sie nicht raus können. Wo sie nicht raus können? Das ist natürlich perfekt. Dann mache ich noch einen Lektern. Weil Lutz hat da die Tür quasi, wo die Tür war, der da abgebauten Steine vorgemacht. Da sind zwei Villager drin, soweit ich weiß. Also wartet da jemand auf mich? Mhm. Da hätte ich halt gerne eine kleine Mauer drumherum gemacht, innen ausgeleuchtet, dass sie halt keine Chance haben, für Zombie zu werden. Und dann zu despawnen, weil doof. Mhm. Wobei, bevor du losgehst, wollen wir noch einmal pennen, weil ich weiß gar nicht, geht die Sonne langsam unter? Nee. Okay. Die Hühner Spaß bei Lustgrotte. Also, du musst mir dann irgendwas zeigen, wohin. Bin mir selber nicht ganz sicher, das müsste ich finden, das müsste gehen. Kann man hier? Teleportation! Teleportation! Scheinbar nicht, das ist gut. Ich habe mich teleportiert. Nice. Scheiße. Oh, hier kann man auch rein. Nee. Da muss ich aufpassen. Den Platz kann ich auch mal fertig machen. Ich gucke mir gerade meine ganzen Hübschitäten an, die ich eigentlich ohne Sinn und Zweck gebaut habe, außer dass es hübsch aussieht. Krass. Und das gefällt mir. Ich muss so hart Pippi. Sicher? Also, ja, wir gehen jetzt pennen. Das Letzte, was wir machen, ist, ich zeig dir, wo die Viecher sind. Ja. Dann hätte ich wirklich nichts mehr zu tun für heute. Wir können auch schauen, wie schnell die schlau werden mit dem Buchding. Da müssen wir immer zwei haben gleichzeitig oder geht nur einer an das Ding? Au, 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 au. Stay alive, au, 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 au. So. Wenn du mehrere Villager hast und ein so Buchding hinstellst, geht nur einer hin wahrscheinlich, oder? Ja. Ach, Kotz. Ja, ich brauche noch Betten, aber ich habe ja Wolle. Was kann man aus Federn machen außer Pfeile? Nix, oder? Vielleicht Tränke. Ich glaube fast nicht. Mir würde auf jeden Fall keins einfallen, kann auch sein. Wetterfalling zum Beispiel. Ich weiß es auch nicht. Ja. Oh, Zombob ist viel cooler. Oh, Zombob, warum bist du so viel besser als Zombob? Ich weiß nicht, wenn man die Türme stutzen würde auf die erste Wasseretage und dann an das Dach anfängt, dann wäre das. Ich meine, so scheiße sehen die ja nicht aus, aber die sind schon groß. Ich hab nichts dagegen. Ich meine, wenn man so Hundis Bauding anguckt, dann ist so ein unendlich großer Turm schon schöner. Ja, ich meine. Ja, mach weiß das nicht, was du genau mal meinst gerade. Die VD Tower. Achso, ja, die sind ja ganz cool eigentlich. Ja, die sind schon cool. Weiß mittlerweile nach dem 50.000. Mal, wie er die machen muss. Ich lege mich mal pennen. Ich bewege mich mal in dein Gästezimmer. Da, wo ich jetzt drin lieg. Weißt du, was das andere Bett ist? Weißt du, was das andere Bett ist? Dann leg dich mal da rein. Wie nein? Einfach im Hafen. Boah, Alter. Hafen. Ja, aber da, wo mein Feld ist, gerade durch. Ich geh ins Gästebett. Eigentlich wollte ich den Raum da oben irgendwann für mich, weil der ist eigentlich ganz hübsch. Nein. Ja, ich merke schon. Es ist Gästezimmer. Du bist ein Gästezimmer. Du bist Gerstezimmer. Es ist das Gerstenzimmer. Ja. Benir! Ja. Benir! So. Ja. Komm jetzt schon ein wenig auf Expedition. Ich hätte jetzt echt gern. Ich glaube, irgendwann mache ich selber Pferde, weil Lutz hat ja wohl keinen Bock drauf. Wo bist du? Ich bin draußen. Wo bist du jetzt? Okay. Komm mit. Dann können wir auf der Expedition euch ja auch gerade zeigen, wenn wir das finden, weil das minimal abseits der Strecke. Nein. Guck mal, aber siehst du, wie hier die Zäune sind an der Wand, wie diese hochgehen? Ja. Das ist da drüben auch gewesen. Und hier ist kein Creeper explodiert, weil sonst sähe das anders aus. In der Luft explodiert. Vielleicht explodiert nicht und hat es nachgepflanzt. Ich finde das alles sehr frech, weißt du? Hier ist ein Esel. Hallo.
Krass. Ich mag ihn. Er heißt, leck mich am Arsch. Du hast gerade keinen Villager-Kack-Debuff, oder? Nee. Gut, ich sollte... Pass auf, wenn ich gerade hier bin. Ich habe noch diesen komischen Garten. Ich muss die Bücher nehmen. Schläger. Finde ich gut. Ja, ja. Muss ich gerade mitnehmen, wenn ich kann. Das ist nicht so obwohl. Eine Eisbärkuh. Da läuft Leder. Ich lass die mal, weil das die einzige natürlich IQ-Ressource ist, die mir gerade so einfällt. Aha. Genau, die einzige. Da sind einfach Leitern an dem Ding, siehst du das? Ja. Okay. Ah ja, guck mal da hinten, da ist die Workbench, da habe ich die Fackeln drumherum gemacht. Ich würde da irgendwo einebnen, weil das schon recht eben ist, und da die Kapelle bauen. Ich habe nur keine Ahnung, wie groß die wird, weil die Fenster sollen ja nicht einfach... Es soll nicht so ein kleines Türchen sein in so eine kleine Dorfkapelle und dann ist da so eine Riesenwand mit dem Fenster. Wo bist du jetzt? Wo bist du? Ich gehe mal weiter. Also ich bin immer noch hier oben, wo wir gerade das Ding angeguckt haben. Warum gehst du da runter? Ich habe mir die Leitern angeschaut. Ach so. Die fand ich gut. Interessant. Wo bist du? Wo bist du? Ich weiß nicht. Ach, da bist du. Ich weiß immer noch nicht. Und hier sehen wir schon, hoppdiwuppdis. Weißt du, hier ist auch so ein kleiner Berg zur Not. Machen wir ihn größer, dass wir nicht unbedingt sehen müssen, was da fabriziert wird. Aber naja. So eine, so wie bei einer Autobahn, wo es so für Lärm ist. Mhm. So eine Wand. Ja, so eine Sichtschutzwand. Einfach gerade Stein hoch. Never eine Lärmschicht. Eine Lärmsichtschutzwand. Ist gerade der Baum gewachsen? Sehr cool. Auf jeden Fall, hier in dieser Hütte müssten die drin sein. Warte, ich habe einen Plan, der viel schlauer ist als das, was da ist. Ich habe gerade Rosen irgendwo gesehen. So. Tada. Ach, hier sind ja schon Betten, perfekt. Ja, ja, ist ja ein bisschen aus. Hier ist eine Elektronik. Ah, drin. Aber können so nicht Baby-Zombies rein? Direkt! Er hat sich direkt verwandelt. Kannst mal. Mehrfachschuss. Ja. Aber wie schnell? Hier sind sogar echt viele Betten drin. Dass die hier oben nicht runterspringen, hier ist offen. Warte mal, ich hole mal ganz kurz. Hast du ein paar Holzblöcke für mich? Oder irgendwelche Blöcke? Wie viele? Zwei. Perfekt. So eine richtige Farbe. Weil hier oben war offen, als wäre jemand eingebrochen. Das war eigentlich gar kein so hässliches Haus für so ein Miniature-Ding. Oh, Papier für Smaragde. Oh, Papier für Smaragde. Ich kann es nicht sehen, wenn du mit dem Hammer hast. Und Schlag 2, also man kann tatsächlich ein gutes Buch und Sachen verkaufen bekommen. Hoppala. Mehrfachschuss. Hast du denn 3 Bücher dabei? Nein. Geh du mal aus dem Licht. Weißt du was? Stück. Ich bastel kurz noch ein Bücherregal. Warum? Was macht das? Ach so! Ja. Aber wissen wir dann, welches zu wem gehört? Weil wir bauen das dann ab und dann wird der coole kaputt? Ne, wissen wir nicht. Ja, dann ist das vielleicht gar nicht so schlau. Nö. Ist eigentlich Licht drin? Hier oben ist Licht und hier unten auch. Okay. Quick Charge. Channeling. Channeling ist auch ganz cool, aber brauchen wir nicht, weil wir haben ja kein Dingens. Rain. Also das Papier hergeben für Smaragd wäre ganz cool, weil ich weiß nicht, wie deine Smaragd-Vorkommen gerade sind. Das Problem bei denen ist, die sind nicht billiger. Schick. Weißt du was, wir sollten das eigentlich lassen, wir sollten die zu Zombies verwandeln lassen. Und mitnehmen. Und mitnehmen. Wobei, hier haben wir halt tatsächlich ein Dorf.
Hier wäre es okay, weil die da nicht irgendwo bei uns rumstehen und die ganze Zeit rumgrunzen. Ich finde das hier okay. Ja, aber wir müssen die halt trotzdem zu Zombies machen, das war schön. Ja, lass ich deine Sorge sein. Nein, nein, ich will da raus, du nicht. Stimmt. Eigentlich ist es wichtig, dass die Dingen sind. Ja, gut. Ich mach trotzdem mal so, dass auch kein anderer denkt, ich mach die jetzt kaputt von uns, weißt du, Hundi? Hundi, Hundi. Und hier können wir dann auch so über den Berg so einen schönen Weg zur Kapelle machen. Und vielleicht alles restaurieren, was Hundi kaputt gemacht hat. Alles kaputt machen, was Hundi restauriert hat. Ich meine, was zur Hölle? Das Schlimme ist ja, es ist einfach nur ein scheiß Steinblock, der da rausgehauen wurde. Warum der einfachste zu bekommende Block? Das sieht ja komisch aus. Fucking Cobblestone. Das ist so ein Diorit-Viereck mit einem... Siehst du das? Ja. Und relativ viel Eisen. Aber ich verstehe es echt nicht. Warum nimmt man Cobblestone aus einem Haus? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er nicht geblickt, dass Stein zu Cobblestone wird. Nein, das sind ja Cobblestone-Blöcke, oder nicht? Das sind Cobblestone-Blöcke, aber... Ja, das wird da auch gewesen sein. Ja. Warum... Vielleicht hat er Stein gebraucht und er hat nicht geblickt, dass man einfach Stein abbauen kann. Boah, das sieht ja hübsch aus. Hätte man einfach das Holz weggemacht, dann könnte ich ja verstehen. Ja gut, Holz. Wenn kein Baum in der Nähe ist. Ja. Ist scheiße hässlich, aber er gibt wenigstens Sinn. Aber halt Cobblestone. Normität, was ist denn für ein Haus? Das sieht auch hübsch aus. Ui! Ah, das gibt's auch. Es gibt auch. Wusste ich gar nicht. Ich denke, wir können das Dorf hübsch restaurieren. Dass wir hier so mehrere Dörfer haben. Bei der Kapelle einmal hier schweben Bäume rum. Da will ich mich gerade gar nicht drüber aufregen. Und das ganze Feld würde auch viel besser funktionieren, wenn hier jemand wohnen würde. Kann man hier? Wie er das einfach da drüber gebaut hatte, ey. Oh gut. Ich finde das lustig. Ja. Er hat Lapis. Am Anfang macht man immer noch scheiß Bausachen. Ja, weiß nicht. Ich bin nur kein Fan von dem Cobblestone aus Holz aus Haus rausschlagen. Verstehe ich noch nicht so ganz. So, wo bist du unterwegs? Ja, ah, wie sieht denn jetzt mein Türmchen hier aus, mein Lufttempel? Ich glaube, mit dem einen Dach weniger sieht's besser aus, tatsächlich. Vielleicht sollte ich aber dieses Natursteinzeug oben wegmachen und weiter. Ja. Ich denke, da sollte ich noch ein bisschen Keramikzeug hochziehen, dass man das so ein bisschen sieht. Oh. So, ich bin zu Haus. In Haus Nummer. Willst du jetzt ausmachen, sonst würde mir noch Idle-Zeug einfallen, was ich gerade tun könnte. Ich wäre dafür, dass wir einfach ausmachen. Passt okay. Jetzt auch von der Zeit her. Deswegen aufschlagen. Wenigstens noch in Zivilisation gehen. Zivilisation ist das, ja. Weg vom Hupti-Dorf. Hier haben wir auch noch keinen richtigen Weg. Hupti's Dorf ist so abgelegen und da haben wir keinen Weg hin. Ja gut. Ich meine, bisher es gibt ja auch noch keinen Grund, da einen Weg hinzumachen. Der muss erstmal sein Haus größer machen. Ja. Ich würde das wahrscheinlich selbst irgendwann verbinden mit dem, mit der Kathedrale. Ey, da ist, dann haben wir so einen Rundgang quasi. Hinten bei Cindy geht's weg zur Kathedrale, über Hupti's Dorf und dann wieder zu den Towern. Aber das ist alles für später. Ich hab fertig. Okay. Also Discord-Server in der Beschreibung. Ja. Wie immer. Das hat sich fast angehört wie die Thwomps in Mario 64. Oder wie heißen die? Die Blockies. Also nicht die Blockies, sondern die Strassies. Die mit den Rückenschmerzen. Der zweite Boss quasi.
Eigentlich ist es ja kein Form, weil davor gibt es ja wirklich einen Form. Ja, ja. Oder wie heißen die? Wumps Wuchtwall, ja klar. Genau. Bye.